Jetzt möchte ich Herrn Professor Schöpski begrüßen, Leiter des Lehrstuhls für Gesundheitsmanagement an der FAU Erlangen-Nürnberg. Beschäftigt sich seit der Gründung mit Fragestellungen aus dem Gesundheitswesen zum Thema Evaluation von IV-Verbänden, Praxisnetze, das Thema AHL. Also ein Fachmann in dem Bereich. Heute sein Thema die gesundheitsökonomische Sicht. Vielen Dank, Herr Schöpski. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich ganz besonders, dass ich hier sein darf, insbesondere auch deshalb, weil die Gesundheitsökonomie üblicherweise am Ende einer Tagung abgehandelt wird. Und heute darf ich mal ziemlich am Anfang sprechen. Das freut mich natürlich besonders. Ich bin gebeten worden, zu dem Thema zu sprechen, Gesundheitsstandort zu Hause, gesundheitsökonomische Sicht. Auch wenn die Ökonomen das immer ein bisschen anders sehen, setzt uns immer sehr schnell mit Geld, mit monetären Ansichten gleich. Und darum möchte ich das auch gleich beginnen damit. Und Sie sehen, das ist eine Abbildung, die Sie kennen, Entwicklung der Ausgaben für Gesundheit. Das ist also nicht so wirklich entspannt, was wir da sehen. Die Zahlen sind immer ein, zwei Jahre hinterher aus der amtlichen Statistik. Wir haben sicherlich die 300 Milliarden Euro schon geknackt und von daher ist das ein dauerhafter Anstieg. Es ist immer eine akademische Frage, ob das ein bedrohlicher Anstieg ist oder ob das eine langfristige Tendenz ist, die man durchaus wohlwollend beobachten muss, aber die nicht so ganz dramatisch ist. Es besteht ja immer die Frage, was ist jetzt eigentlich günstiger? Eine Versorgung zu Hause, eine Versorgung ambulant, eine Versorgung stationär? Und diese Frage zu beantworten ist alles andere als trivial. Was vergleicht man eigentlich mit wem? Welche Indikationen, welche Altersklassen? Es gibt unterschiedliche Abrechnungsprozeduren, DRGs im Krankenhaus, ambulante Versorgung nach Einzelleistung. Von daher ist das extrem kompliziert, tatsächlich eine valide Zahl rauszubekommen, was jetzt eigentlich billiger ist, zu Hause versorgen und mit einer ambulanten Unterstützung oder aber im Krankenhaus zu versorgen. Und da das so kompliziert ist, habe ich mich da vorsichtshalber auch gar nicht dran gewagt und habe dann eine absolut primitive Vergleichszahl nur mal ganz aus dem Stegreif entwickelt. Ich habe mir das Statistische Jahrbuch geschnappt, sehe, dass die Ausgaben für Arztpraxen 44 Milliarden Euro betragen haben im Jahr 2011 und dass es 562 Millionen Behandlungsfälle gab. Und das heißt, der durchschnittliche Behandlungsfall kostet roundabout 80 Euro, wobei ein Behandlungsfall eben nicht ein Arztbesuch ist, sondern das können auch zwei, drei oder fünf Arztbesuche im Quartal sein. Von daher schon sehr schlecht alles zu vergleichen. Ganz klar, ist nur Milchmädchenrechnung, was ich mache. Wenn man was Ähnliches macht im Krankenhaus, und da sieht man auch schon gleich, dass es wieder sich eigentlich gar nicht vergleichen lässt, Gesamtausgaben 83 Millionen geteilt durch 141 Millionen Berechnungstage, also gar nicht nach DRGs, dann kommt man über alles pauschal pro einen Tag Krankenhausaufenthalt auf 588 Euro. Also wir vergleichen jetzt die Kosten von Fällen mit den Kosten eines Tages Krankenhausaufenthalt, wobei die stationären da glaube ich auch mit drin sind. Also das ist alles fürchterlich nicht valide, aber die Größenordnung deutet doch schon mal an, dass man tendenziell wahrscheinlich besser fährt, wenn das Ganze ambulant, Heimatort, Heimatplatz zentriert erfolgt und nicht so sehr stationär zentriert erfolgt. Im Pflegebereich haben wir natürlich das Gleiche. Hier habe ich mir einfach mal die aktuellen Leistungen der Pflegeversicherung rausgesucht und dort sieht man auch, dass Pflegesachleistungen bei der Pflegestufe 1 450 Euro Kosten bei den Kostenträgern verursachen und 1023 Euro bei der vollstationären Versorgung. Auch dort sieht man, dass es offensichtlich günstiger ist, ambulant zu versorgen. Und daraus könnte man jetzt erstmal die Schlussfolgerung ziehen, dass es ökonomisch offenbar Sinn macht, verstärkt zu Hause, verstärkt ambulant zu versorgen. Wie gesagt, mit diesen Milchmädchenzahlen, weil echte Zahlen zu ermitteln, ist nahezu unmöglich. Diese ganze Aussage trifft natürlich nur zu, und das muss man ganz klar so sagen, wenn die medizinische Versorgung in beiden Settings auch identisch ist. Also wenn wir das ambulante, das Heimsetting mindestens genauso gut hinbekommen wie das stationäre Setting, dann stimmen diese Zahlen. Wenn man jetzt sagt, ambulant ist schlechter, da muss man noch mal gucken, wie ist das eigentlich in Relation zueinander. Aber ich denke, es gibt doch einen großen Hinweis darauf, dass sich das Ganze auch monetär
lohnt. Da ich einer der vorderen Vorträge jetzt hier habe, könnte ich jetzt noch eine Begriffsabgrenzung bringen. Was ist eigentlich Telemedizin? Ältere Definitionen beschränken das auf die stationäre Rehabilitation und was man dort zu Hause machen kann. Mittlerweile hier in der Definition der Weltgesundheitsorganisation dargestellt, sieht man das sehr viel breiter. Ich möchte das jetzt gar nicht alles vorlesen, was da steht. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass die meisten neueren Definitionen drei Aspekte thematisieren, nämlich einmal Telemedizin nutzt die Informations- und Kommunikationstechnologie. Wir haben viel mit EEV, wir haben viel mit Kommunikation zu tun. Telemedizin bringt medizinische Dienstleistungen näher zu den Patienten, entweder in die ambulante Praxis oder aber auch nach Hause. Und Telemedizin überbrückt eine räumliche und oder eine zeitliche Distanz. Das ist also die Definition, die üblicherweise aktuell für telemedizinische Ansätze gewählt wird. Eine Frage, die mich immer so ein bisschen umtreibt, warum machen wir eigentlich Telemedizin? Und da fallen mir viele Antworten ein. Die erste Antwort ist so die primitivste, weil wir es können. Also wir sind Techniker, wir haben was entwickelt und das ist sexy und darum wollen wir das auch anwenden. Das wäre so ein Ansatz, womit das Ganze begründet wird. Also hier in Bayern, meinetwegen beim Medical Valley im Raum Erlangen, wir sind gut, sowas zu entwickeln und von daher wollen wir das auch verwenden. Das ist nicht so das wirklich ziehende Argument. Ein anderes, durchaus relevant, weil es ein relevanter Wirtschaftsfaktor für die Region sein kann. Wir entwickeln hier etwas, wir vertreiben hier etwas, wir probieren das hier auch aus mit dem Hintergrund, wir können damit ganz Deutschland oder die ganze Welt dann später auch beglücken. Also durchaus ein wirtschaftspolitischer Aspekt. Natürlich auch medizinischer Aspekt, weil wir die bislang schon gute medizinische Versorgung für den Patienten weiter verbessern wollen. Wir wollen uns nicht ausruhen medizinisch da, wo wir sind, sondern wir wollen das besser machen und dann eher die Patientensicht, weil wir auch beabsichtigen, die Lebensqualität der Patienten dabei zu verbessern. Die fühlen sich wohler, wenn sie zu Hause versorgt werden, als wenn das stationär erfolgt und auch das wäre durch die wohnortnahe Versorgung zu gewährleisten. Natürlich auch, und das wird immer genannt, weil wir der zukünftigen Entwicklung vorbeugen müssen, insbesondere der demografischen Entwicklung, Pflegenotstand, immer mehr Älteren, denen der Bundespräsident dann gratulieren muss, wie wir gehört haben. Aber auch vielleicht so etwas, was mit Ausbildung, Weiterbildung zu tun hat, was auch immer ein wichtiger Aspekt ist, weil uns der enorme Wissenszuwachs in der Medizin dazu treibt. Nicht mehr jeder Hausarzt, auch nicht mehr jeder Facharzt kann der Spezialist in allen Nischen seines Fachgebiets sein und vielleicht braucht man das Know-how, das ganz spezielle Know-how, was aber eben nur räumlich weiter entfernt ist. Vielleicht, weil die bisherige Versorgung zu ineffektiv und auch zu ineffizient ist, wenn wir zu dieser Entscheidung kommen, da ist noch einiges im Argen, da müssen wir das natürlich verbessern und so als Ökonom als letztes, vielleicht weil wir auch gar nicht selber treiben, sondern weil wir getrieben werden, weil uns einfach die Knappheit der Mittel dazu zwingt. Wir geben immer mehr aus im Gesundheitswesen und wir müssen dafür sorgen, dass wir das medizinische Niveau mindestens halten, aber möglichst mit geringeren Ausgaben oder zumindest mit geringeren Anstieg der Ausgaben. Das könnte ja auch noch ein relevanter Grund sein. Gut, auch die Abbildung kennt jeder von Ihnen, unsere demografische Entwicklung, der Altersaufbau in der Bundesrepublik Deutschland. Da kann ich immer schön so meinen Altersjahrgang einsehen. Das sind genau dann die Hunderte von Tausenden, die dann im Jahre von 100, toi, 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 dann den Brief vom Bundespräsidenten erhalten. Herausforderungen im Gesundheitswesen, die eventuell durch die Telemedizin gelöst werden können, das ist die demografische Entwicklung, das hatte ich schon genannt, aber eben auch die Singularisierung der Bevölkerung. Ich habe zwar noch drei Töchter zu Hause, aber das ist so langsam wird das der Ausnahmefall. Also ich habe für mein Pflegepotenzial eigentlich zu Hause gesorgt, bevor mir meine Töchter wahrscheinlich einen Husten werden. Knappheit von medizinischem Personal, Ärzte, Pflegekräfte, die Krankenhäuser können schon ihren Bedarf nicht mehr decken, Arztpraxen können nicht wieder besetzt werden, das gleiche gilt für Pflegekräfte, auch da muss man Lösungen finden. Zunehmende Spezialisierung der Ärzte, die dann halt über
räumliche Überbrückung irgendwie den Patienten zur Verfügung gestellt werden muss. Es gibt Versorgungslücken im ländlichen Raum, was immer deutlicher wird. Wir brauchen Beschleunigung von Prozessen zur Steigerung der Effektivität. Nicht mehr 3 Tage warten, bis ein Arztbrief per Post irgendwo gelandet ist, sondern das muss quasi zeitgleich an alle, die davon profitieren können, die damit arbeiten müssen, muss das dann eben landen. Und natürlich haben wir den dauernden Kostenanstieg. Die Kommunikation im Gesundheitswesen ist durchaus eine komplexe Sache. Wir haben das nur in so einer kleinen Abbildung hier mal dargestellt. Wer muss eigentlich mit wem überall Daten austauschen? Und das ist eben sehr komplex, sehr schwierig, unterschiedliche Standards, die da verwendet werden. Auch diesen Datenmengen, die da zum Teil hin und her geschoben werden müssen, das sind alles technische Probleme, auf die man bei denen man Lösungsansätze durch die Telemedizin finden kann. Was sind aus meiner Sicht zu lösende Probleme bei der Telemedizin? Das erste, immer noch technische Inkompatibilitäten. Bislang dominieren eben noch Insellösungen. Wir brauchen einheitliche Standards, dass auch unterschiedliche Anbieter sich in verschiedene Systeme einflanschen können. Wir brauchen eine Verlässlichkeit der Systeme. Ein traditionelles Backup muss überflüssig sein. Telemedizin lohnt sich nicht, wenn man die bisherigen Standards weiterhin noch nebenbei betreiben muss, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Wir haben immer Probleme mit dem Datenschutz. Als Gesundheitsökonom schlagen da 2 Seelen in meiner Brust. Einerseits finde ich es doof, wenn irgendwo meine persönlichen Daten als Patient irgendwo hingeschaufelt werden, ohne dass das für meine konkrete Behandlung jetzt notwendig ist. Auf der anderen Seite weiß ich genau als Ökonom, wir können uns nicht verbessern, wenn wir nicht wissen, wie der Status quo ist, wenn wir keine Forschung betreiben können, wenn wir keine Datenauswertung machen können. Das ist immer so ein Eiertanz und in Deutschland schlagen wir uns eher in diese Richtung Datenschutz und das ist relativ schwieriges Problem in Deutschland. Und wir haben natürlich auch Probleme bei der Finanzierung, wobei das eher nicht die Anschubfinanzierung ist. Da gibt es vieles, da findet man oft mal einen Sponsor, der so etwas finanziert, sondern die regelhafte Finanzierung ist das Problem. Wie bekommt man das eigentlich in die Regelversorgung mit rein? Und einen guten Ansatz, der wird hier sicherlich heute noch präsentiert, wie das dann halt klappen kann. Aus meiner Sicht ist relevant nicht allein das technisch Machbare, sondern das medizinisch Sinnvolle, das ökonomisch Effiziente und das gesellschaftlich Akzeptierte. Auch das Dritte muss immer noch dabei sein, das heißt, die Bevölkerung will das, muss das auch wollen. Aus meiner Sicht ist eine medizinische und ökonomische Evaluation der Ansätze vor der Einführung in der Regelversorgung notwendig. Man braucht Modellversuche, man muss ermitteln anhand von harten Daten. Das ist erstens medizinisch effektiv und zweitens auch ökonomisch effizient. Und dann kann man sagen, dann wollen wir das für die gesamte Bundesrepublik haben. Und dazu immer erforderlich ist auch eine Schulung aller Stakeholder bezüglich der Möglichkeiten der Telemedizin. Patienten, Angehörige, Ärzte, Pflegekräfte, auch Techniker, die das Ganze entwickeln, Handwerker, müssen eigentlich Bescheid wissen, was ist Telemedizin, was kann man damit machen, welche Möglichkeiten gibt es. Und da ist sicherlich noch einiges zu tun. Meine letzte Folie, bin ja Science-Fiction-Fan, also in der Zukunft wird das sowieso alles viel besser werden, nachdem Kirk und Wille schon mit dem Tricorder durch die Gegend gelaufen sind und die Daten erfasst haben, telemedizinisch, ist natürlich das Fernziel, das medizinisch-holographische Notfallprogramm in der Second Generation der Star Trek Sternenflotte, das heißt, aus dem Computer kommt ein Hologramm, untersucht den Patienten, leitet die Behandlung ein und jeder kann das an seinem Heim-PC dann installieren, hat die Kompetenzen der Universitätsklinik, die 500 Kilometer weit entfernt ist. Ganz so weit sind wir noch nicht, aber vielleicht können wir heute ein Stück in diese Richtung dann auch gehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Professor Czerski. Also eine sehr attraktive Zukunftsaussicht, die Sie am Schluss nochmal aufgemalt haben. Gibt es Fragen aus dem Publikum, Herr Professor Czerski? Es war anscheinend alles sonnenklar, Herr Professor Czerski. Vielleicht eine Frage. Sie haben wirklich sehr viel jetzt zum Thema Ökonomie auch gesagt. Liegt es nicht eigentlich auf der Hand, dass Telemedizin wirtschaftlich ist? Das
sollte man meinen, hat man natürlich relativ hohe Anfangsinvestitionen, auch Forschung und Entwicklungsinvestitionen, die sich irgendwann dann auch amortisieren. Es gibt viele Start-up-Unternehmen, die gute Ideen haben, die auch mit telemedizinischen Ansätzen arbeiten, aber dann trotzdem nicht zur Marktreife gelangen. Und von daher ist das so. Ist das nicht ganz einfach? Es werden zusätzliche Kosten generiert, man muss eventuell Backup-Systeme vorhalten, aber eigentlich sollte man davon ausgehen, dass wenn das alles rund läuft, dass sich das auch ökonomisch rechnet.